nicht die ganze Zeit in den Kindern leider. Das geht zum Beispiel mit dem Schlagzeug nicht so sehr. Du nimmst die beiden Peitschen, als eine in der Arme. Und mit diesen Peitschen korrigiert sie sich hier. Wenn sie das Peitsche davor hält, wird das Tier langsamer. Wenn die Peitsche dahinter ist, dann macht sie das Tier schneller. Auch die Position, wo man an der Peitsche steht, beziehungsweise die Haltung, zeigt uns hier, dass es zu tun ist. Keine Angst, liebe Eltern, Zebras sind keine Fleischfresser.